Ja, und so sieht das dann aus, wenn man hier den Pollux auf dem Fahrradträger hat. Bestes Wetter heute für eine kleine Tour und mal, ja, den Akkuverbrauch und die Reichweite ins Auge zu fassen. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, kleine Tour und wir gucken mal auf die Reichweite. Ja, ich starte hier heute mal in Königslutter mit dem Pollux. Ja, und werde heute mit euch zusammen mal so ein bisschen uns hier die Reichweite anschauen. Zumindest schon mal einen Anhaltspunkt. Und er ist wirklich flink unterwegs. Wir werden nun gleich mal auf die Daten so ein bisschen drauf schauen, was so die App hergibt. Auch hier so jetzt gerade Blinker setzen natürlich. Schön ist auch, dass das so laut piept. Dann vergisst man ihn wirklich nicht, obwohl es einem natürlich auch im Display hier angezeigt wird. Und Scooter fahren, ja, das macht mir auch richtig Spaß. Da geht's hoch zum Dom. Und die 30, die werde ich nicht ganz erreichen. Aber ich bin hier mit 22 unterwegs. Aber wie ich schon sage, wir schauen jetzt mal hier auf die Daten drauf. Ich bin auch in S unterwegs, das heißt 22. Und natürlich, wenn ich jetzt in D fahren würde, wo er so 15, 16 fährt, dann würde ich ja noch mal Akku sparen. Aber mal ganz ehrlich, wer macht das? Ich habe es halt gemacht, wenn ich jetzt so ein bisschen so im Stadtbereich fahre, wo ich nicht ganz so schnell unterwegs sein will oder was sehen möchte. Dann geht das schon recht gut. Ah, jetzt haben wir auch einige geschrieben wegen lange drauf stehen oder nicht lange drauf stehen, aber das werden wir gleich noch alles ein bisschen besprechen. Ja, hier habe ich jetzt gleich mal so eine kleine Steigung. Nichts Wildes, aber ja, was mir aufgefallen ist, dass er gut durchzieht und auch hier seine 22 hält. Ich glaube, nächstes Mal dann auch mal so mit so ein paar Fahrdaten dann reingehen, wie viel Prozent es hier hochgeht. Aber es ist schon, ja, geht's gut nach oben. Kostet natürlich auch Akku. Aber ihr seht, er hält trotzdem seine 22. Und wie hoch es hier ging, zeige ich euch nämlich gleich, wenn wir wieder runterfahren. Also jetzt nehme ich hier auch mal los. So, hier muss ich dann auch abbremsen gleich, weil. So, kurz mal auf die Daten geschaut. Wir haben hier Batterie 92%. Dann die aktuelle Geschwindigkeit, Stromspannung, Stromstärke, Controllertemperatur 39 Grad, Motortemperatur 48 Grad. Ja, Tageskilometerstand, wir sind 2% unterwegs. Der Berg hat schon mal ein bisschen Akku gekostet. Ja, dann schauen wir jetzt mal weiter. Es ist ja immer noch so ein Zwiespalt zwischen E-Bike und E-Scooter. Es gibt viele, die sagen, ja, E-Scooter. Die machen echt Spaß und man kann sie auch echt gut einsetzen zum Arbeit, Pendeln halt und. Da geht schon einiges mit. Und es macht auch Spaß. Gerade dann, wenn man auch hier vollgefedert unterwegs ist.
Ja, ich glaube natürlich schon, hier so ein kleiner Reichweitencheck. Naja, muss man mal dann irgendwann so gesamt das zusammenfassen. Temperatur, also Wetterverhältnisse. Wie viel Gewicht stehen denn jetzt hier drauf? Mit mir so um die 92 Kilo, bisschen Gepäck. Also dann denke ich mal, geht schon an die 94 Kilo ran. Und das sind natürlich andere Werte, wenn da jemand jetzt mit 70 Kilo draufsteht. Aber nichtsdestotrotz mit diesen über 500 Wattstunden Akku hier und dem 48 Volt System lässt er sich wirklich sehr, sehr schön fahren. Sonst hätte ich ihn mir auch nicht gekauft. Das sage ich euch so, wie es ist. Wie gesagt, ich hatte ja schon in dem ersten Video gesagt, einfach diese Größe und das hat mir einfach mega gefallen. Ich bin jetzt auch mal hier in D unterwegs. Ich gehe gleich wieder in Sport. Natürlich auch ausschlaggebend ist einfach für die Reichweite. Ja, wie viel Steigung hast du da jetzt drin? Hast du überwiegend flach oder viel Gegenwind? Das sind so ganz, ganz viele Sachen. Aber trotzdem kann man hier so ein bisschen mal die Grundrichtung so ein bisschen festlegen. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt mit euch hier mal zusammen eine Runde mit dem Scooter los. Und dann schauen wir einfach mal zusammen und gucken uns so ein bisschen nebenbei die schöne Natur hier auch an. Auch das kann man mit dem E-Scooter natürlich machen. Und dann steht natürlich auch jetzt irgendwann der erste Städtetrip mal an. Das finde ich auch immer ganz mega. Aber ich möchte doch vorher mal wissen, wie weit geht's denn? Worauf muss ich mich konzentrieren? Und natürlich doch vielleicht mal einen zweiten Akku. Wäre ja auch interessant, wenn man den hinten im Rucksack hat. Da geht natürlich dann auch einiges. Viele sagen auch immer, ja, wie lange willst du auf dem E-Scooter stehen? Da bin ich nämlich auch mit dabei. Also ich glaube, so 30, 40 Kilometer, die können dann schon auch anstrengend werden. Und das Schöne ist, so wie ich es jetzt hier mal mache, ja, wenn du sagst, so, oh ja, jetzt so ein bisschen ist das schon mal anstrengend, kann man auch mal absteigen und ganz kurz schieben. So ein bisschen wieder sich ausfringen und dann geht es weiter, weil du nimmst hier natürlich eine ganz andere Haltung an wie beim E-Bike oder irgendwas. Du bist einfach komplett gerade. Und glaubt's mir, da werden Muskeln im Rücken aktiviert. Donnerwetter. Also nach der ersten Tour habe ich das echt gemerkt gehabt. Und weiß Gott, so alt bin ich nur auch noch nicht. Aber das merkst du, weil du wirst hier einfach in diese gerade Haltung gezwungen. Ja, und ich muss euch sagen, um eine gemütliche Tour mit dem E-Scooter zu fahren, natürlich verlängerst du dann auch die Reichweite, wenn du jetzt hier so mit 15, 16, das ist alles gedämpfter beim Fahren, ganz klar. Aber ich denke, die 22, die machen auch echt Spaß. So, jetzt schalte ich mal hier auch in der App um auf Sport. Und ui, da geht's gleich. Das Coole ist auch, du kannst auch, wenn du während der Fahrt runterschaltest auf Eco, wo er dann natürlich auf 6 km/h fährt, ist natürlich das Schöne, dass er dich nicht sofort runterbremst, sondern ja, er lässt sich einfach sehr, sehr schön sanft langsamer werden. Und was ich hier feststelle, die erste Tour, da hatte ich dann auch so einen Berg, wo es richtig steil runterging. Selbst hier bei 40 km/h stehst du hier absolut safe drauf. Dank der Lenkungsfeder, die einfach die Lenkung hier stabilisiert, ist das ein ganz, ganz tolles Fahren. Und ich will jetzt hier gar nicht zu viel schwärmen. Ich denke mal, wir werden auch bestimmt noch einige vielleicht Kritik oder Negativpunkte irgendwann mal auffallen. Bis jetzt kann ich noch nichts sagen. Wo ich dann sage, das eine oder andere gefällt mir nicht so gut. Aber bis jetzt doch bin ich da sehr, sehr begeistert. Natürlich, sonst hätte ich ihn mir ja auch nicht gekauft, ganz klar. Aber du kannst hier wirklich mit dem Teil ganz entspannt stehen, durch die Federung vorne wie hinten. Und ja, es macht einfach auch Spaß. Der eine sagt, nee, sowas, so einen Scheiß brauche ich nicht. Aber es gibt dann auch den, der sich den kauft, für zur Arbeit zu fahren oder einfach aus Spaß, der mal vielleicht keinen Bock hat aufs E-Bike oder sonst irgendwas, sondern sagt, ja, ich möchte ein bisschen e-mobilitätsmäßig unterwegs sein. Ich möchte sowas haben, damit ich so ein bisschen rumfahren kann. Ja, das kann man machen. Und ich zeige euch dann auch mal, wie ich das dann auf den Städtetrips mache.
Ja, ich war hier heute in Königslutter zu Besuch und da habe ich den auf den Fahrradträger gepackt. Ja, für mich ist es, ich würde auch gerne mich öfters mal so von vorne filmen und aber im Moment noch ein bisschen schwieriger, solange wie meine linke Schulter noch nicht so ganz fit ist. Weil das mache ich dann auch sehr, sehr gerne. Von daher habe ich mich entschieden, hier mit dem Brustgurt zu filmen. Und ich glaube, besser wie meine Fratze hier, können wir uns nebenbei so ein bisschen die Natur anschauen. Das tue ich nämlich auch, dass ich hier mikroleise unterwegs bin. Ja. Ja, ich trete nicht, aber ich stehe. Und ich fahre nun wirklich super viel E-Bike, wisst ihr auch. Aber trotzdem, ich stehe dazu, mir macht das hier auch Spaß. Gibt ja auch immer genug Vorurteile gegenüber den E-Scooter und ich möchte hier keinen überreden, E-Scooter sich zu kaufen oder sonst irgendwas. Ich bringe ja hier nur meine Meinung zutage, was mir da dran gefällt, was mir vielleicht auch nicht so dran gefällt. Da hatte ich ja schon letztes Mal kurz angeschnitten, dass die einfach ja, teilweise manchmal echt unterwegs sind und irgendwo dann hingeschmissen werden, gerade die Leih-E-Scooter. Wer sich selber so ein Teil kauft, der geht damit dann doch schon mal ganz anders um. Und ja, ich finde hier einfach diese 12 Zoll Bereifung und 3 Zoll breit nur genial. Also man hat hier von Anfang an, ihr seht das hier, der Lenker, der macht keinen Mucks, ein total cooles, ruhiges Fahrverhalten. Und ich muss euch sagen, für mich persönlich reicht mir auf jeden Fall ein E-Scooter, der eine Reichweite 20, 30 Kilometer hat, ist schon eine feine Sache. Also ich muss da jetzt echt sagen, ich brauche keine 100 Kilometer oder 80 Kilometer. Natürlich, wenn man mal irgendwie fährt, Städtetrip, Hamburg oder sonst irgendwas, aber da fährst du dann auch keine, sag ich mal, 80 Kilometer eine Stand durch die Gegend. Wir schauen jetzt hier nochmal auf die Daten. Wir haben jetzt 86%. Controller-Temperatur 38, Motortemperatur ist ein bisschen gestiegen. Wir sind jetzt 6 Kilometer gefahren und ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Und ich weiß, dass das viele jetzt nicht so gut finden, dass ich mit dem E-Scooter dabei bin. Aber ey, mir macht das auch Spaß und warum nicht, kann man ja auch mal dann machen. Jetzt möchte ich nur mal wissen hier, wo, erstmal haben wir eine Stoppstraße. Die nehmen wir auch mit. Und natürlich ist so ein E-Scooter immer ländlich. Ja, viele sagen, bah, braucht man nicht, zu weit die Wege. Natürlich, aber ich zeige ja jetzt hier auch, dass es geht und dass ich hier meine Runden drehe mit. In der Stadt natürlich am besten aufgehoben. Und dann, wenn man natürlich dann noch dafür das Auto stehen lässt. Ich finde das sensationell, weil so eine Akkuladung hier wirklich sehr, sehr wenig kostet. Da müsste ich dann auch mal gucken. Und ich bin wirklich gespannt, ja, wie sich das hier mit dem Pollux, alles Äpfel hier, seht ihr das? Mega. So herauskristallisieren wird. Schaut mal hier, einfach nur mega. Ich feiere das gerade richtig. Auch auf dem E-Scooter kann man schön entspannen. Und wie gesagt, wenn ich dann so der Meinung bin, so, oh, jetzt ist aber ein bisschen zäh. Ja, mein Gott, ey, dann halte ich mal kurz an und vertrete mir, wenn ich so mag, so ein bisschen die Beine. Und hier seht ihr, ich muss ihn mal wieder putzen. Er ist schon staubig, das kann ich nur gar nicht leiden. Das sage ich euch so, wie es ist. Das wisst ihr ja von meinen E-Bikes. Das muss immer in Ordnung sein. Aber trotzdem ist das hier nicht schön. Ich feiere das wirklich gerade. Und das Coole natürlich an der ganzen Sache ist auch, ich habe vorhin tatsächlich auch so 3, 4, das waren 2 Pärchen. Ja, die sind hier im Königslutter-Motel abgestiegen. Oder haben sich dort ein Zimmer natürlich gebucht. Und ja, die haben tatsächlich 4 E-Scooter mitgehabt. Wenn ich nur wüsste, was... Ich kann euch gar nicht sagen. Auf jeden Fall waren die alle vollgefedert, waren auch nicht so klein. Ich weiß nicht, wie die heißen. Nave oder so. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, sorry. Aber habe dann kurz mit denen erzählt, weil ich war noch kurz in der Tanke drin. Ja, und die haben mir dann erzählt, die machen tatsächlich so im Jahr 5, 6 Mal auch solche kleinen Ausflüge, Städtetrips, nehmen die E-Scooter mit. Die haben gesagt, denen ist das zu aufwendig mit den E-Bikes, zu groß, zu wuchtig. Und
Naja gut, da konnte ich jetzt nichts zu sagen mit dem Pollux. Aber ich finde, wer sich den Pollux kauft, der will ihn nicht in den dritten Stock tragen und der will auch nicht, der wird ihn dann vor der Haustür sichern oder er kann ihn unterstellen, im besten Falle natürlich. Und eben halt dieses Wechselakkusystem. Genial. Aber ja, also ich bin mal gespannt. Die geben ja hier eigentlich ganz gute Reichweite an. Ich bin jetzt 7 Kilometer unterwegs, habe noch 83% drinne. Also wo ich letztes Mal gefahren bin, kam mir das so vor, als wenn er ein bisschen weniger verbraucht hat. Ich schätze aber auch mal, das lag eben an dieser Einsteigung. Das hat schon Akku gekostet, obwohl es nicht lang war. Naja, wir werden sehen. Und wo es so hingeht, komplett leer fahren werde ich ihn nicht. Das weiß ich jetzt schon. Da muss ich euch gleich enttäuschen. Aber man hat ja schon mal eine Richtlinie, wenn man vielleicht beim Akkustand von 40-50% sind. Wie viel haben wir gefahren? Ja, und wegen Mängel, da muss ich gleich mal, was heißt Mängel, aber was mir aufgefallen ist oder was mir auch gar nicht gefällt, ich zeige euch das mal, der Ständer geht nicht richtig hoch. Seht ihr das? Also ich muss da nachhelfen. Keine Ahnung warum. Knackelt auch so, aber... Ja gut, das werde ich dann nochmal checken. Vielleicht ist da unten irgendwie ein Tröpfchen Öl vielleicht. Ich weiß es nicht, aber der geht auf jeden Fall nicht ganz rein. Ja, und ich fahre meistens, habe ich dann Rucksack. Übrigens ist der von Fischer. Der hat auch Blinker drin sogar und ein Rücklicht, so ein Pfeil und so. Aber das brauche ich ja nicht hier. Ich habe ja hier Blinker dran und alles. Aber ich mache den abends noch dann zusätzlich an, dass ich besser gesehen werde auf jeden Fall. Muss ich dann auch noch mal zeigen. Aber ja, wie gesagt, ich bin hier hinten im Bereich Königslutter. Hinter mir seht ihr den Elm. Und ja, ich fahre jetzt Richtung, ich glaube, das Schickelsheim, Großsteinum. Und da wollte ich jetzt mal so ein bisschen lang düseln. Also ich denke mal schon, dass wir auf ein paar Kilometer heute noch kommen. Und dann weiß ich schon mal so ungefähr, wo das so hingeht. Aber wie gesagt, du hast ja, wenn du jetzt in die City unterwegs bist, viele Ampelstopps und wieder Starts und. Und hier fährst du doch mehr oder weniger durch. Aber nichtsdestotrotz weiß man so ungefähr, jetzt in meiner Gewichtsklasse, wo es dann vielleicht so hingeht. Der Akku hat jetzt, glaube ich, einen vollen Ladezyklus mal hinter sich. Von daher, ob sich da auch noch was tut, müssen wir dann schauen. Und ich hoffe, ich quatsch nicht zu laut, aber ich will eben halt auch ein paar Infos mitgeben. Und ja, ich fahre jetzt weiter. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht alle 5 Meter den Akkustand durchgeben. Aber wir sind jetzt bei 8 Kilometer und 81%. Da hinten ein schönes Panorama hier. Da hinten sieht man den Dom. Der Elm liegt jetzt hinter uns. Aber da müssen wir jetzt auch lang. Und ein bisschen links, dann wieder ein bisschen rechts, dann ein bisschen hoch, dann wieder ein bisschen runter. Und ja. Also rein theoretisch bin ich jetzt bei 10 Kilometer ungefähr 20% Verbrauch. Das würde ja bedeuten, 50 Kilometer, dann ziehen wir mal locker noch mal 10 ab, 40. Naja, wir schauen mal, weil ich kenne das ja auch teilweise von den Bikes. Dann, wenn es dann hinten raus dünner wird, dann geht das auch immer schneller runter, der Akku. Aber wir haben ja Zeit. Ihr seid ja hier bei mir. Also fahren wir schön zusammen durch die Landschaft. Auf, wie ich finde, im Moment schön Asphalt. Ja, auch hier sind immer wieder so ganz kleine, wo es ein bisschen hoch geht. Aber wie gesagt, macht ihm gar nichts. Ich muss auch mal gucken, dass ich irgendwann mal einen Berg finde, wo Prozente, da eine App runterlade. Wo wir dann mal schauen können. So, wir biegen jetzt ab, Boxhorn, Klippe, zack. Also ich gewöhne mich doch echt zügig an den Blinker und setze ihn auch ein, früher immer. Hand raushalten, also man kann jetzt ganz beruhigt die Hände am Lenker lassen. Und man braucht nicht mehr, ja, Angst haben, dass man dann irgendwie mal ins Trudeln gerät. Ja, Schloss habe ich mir auch was überlegt. Das werde ich wahrscheinlich hier
Ich habe so ein recht heftiges Faltschloss. Und das werde ich wohl da dann dran machen, weil ja, das braucht man schon irgendwie. Und vor allem werde ich es dann hier hinten, kann man ihn dann auch gut festmachen. Vorne wäre natürlich auch cool so ein Haken gewesen oder so, so eine Öse. Aber na gut, wichtig ist, dass du überhaupt irgendwo festgeknotet kriegst, weil ich glaube, sonst steht er nicht lange. Ja, hinter mir seht ihr den Dorm. Zeige ich euch nochmal. Und da in die Sonne gefilmt, oh, Entschuldigung, der Elm. Und wir fahren jetzt in die Richtung weiter. Ja, natürlich auch noch für viele ist ein Thema, kann man denn damit auch Touren fahren? Na klar, man kann sich ja das Ladegerät mitnehmen, man kann unterwegs dann irgendwo fragen, dass man nachladen kann, einen Zweitakku mitnehmen. Oder man weiß vorher, ich komme ungefähr 30, 40, 50 Kilometer, plane so die Tour. Das geht alles. Und natürlich kann man damit eine Tour machen. Man kann sich auch was zu essen mitnehmen, kann ein Picknick machen. Alles kein Problem. Und nein, natürlich möchte ich hier keinen vom E-Bike wegholen. Ihr wisst, dass ich auch leidenschaftlicher E-Bike-Fahrer bin und das wird sich auch nicht ändern. Aber ich bin auch offen mal für Neues. Ich habe ja schon vor ein paar Jahren mal Scooter so ein bisschen gezeigt und auch die ich selbst gefahren habe, mir gekauft habe. Und, aber dann war jetzt mal eine ganze Weile Ruhe. Und dann bin ich auf den hier gestoßen. Ja, und den fand ich echt für mich super. Und ich bin jetzt mal ganz kurz auf D gegangen. Da fährt er dann wirklich genau 15. Aber ich werde gleich wieder umschalten. Ein Balken ist schon weg. Ja, ich bin wirklich mal gespannt, so, dass wir mal einen Anhaltspunkt hier heute bekommen. Aber auch hier beim Scooterfahren, was ich merke, genauso wie beim E-Bike-Fahren, der Sicherheitsabstand hier teilweise, wie die an dir vorbeibügeln. Boah, also manchmal brauchst du nur einen Ellbogen rausmachen, dann hast du dann den Außenspiegel dann dranhängen. Ich weiß nicht, so ein bisschen sollte man doch da ein bisschen mehr Bogen fahren, nicht? Oder raus, wenn es möglich ist. Naja, gut, das werden wir wohl auch nicht mehr ändern. Und ja, ich bin wieder in S gegangen, weil ich muss sagen, die 22, das ist... Ich habe das auch schon in dem anderen Video erwähnt. 2-3 km/h, die machen echt was aus. Also ist so. So, die ich hatte, die sind ja dann auch 19 gefahren, auch dann 20. Aber jetzt hier so 22 ist ein kleines Tuck oder ein kleinen Tuck schneller. Und da sind zwei Fischreiher oder Storche. Ja, oh ja. Ich jetzt nicht so erkennen. Was hier natürlich auch noch der Riesenvorteil ist, meiner Meinung nach, ist diese Vollfederung. Er ist vorne noch recht straff. Hinten ist es okay für mich. Kannst du natürlich den ein oder anderen Mineralgemisch, Feldweg auch mitnehmen. Vorausgesetzt, man darf es dann. Und dann macht das natürlich auch noch mal richtig Spaß. Man muss hinterher dann ein bisschen mehr putzen wieder, weil der Staub natürlich sich dann auch überall hinbohrt. Das ist so. Ich hoffe, Ton und Bild ist okay für euch. Aber ich denke mal, das wird schon passen. Ja, und was ich jetzt so auch gar nicht gedacht hätte, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen, wo es so ein bisschen runter geht und ich dann vom Gas gehe, hat er wirklich ganz ordentliche Rolleigenschaften, trotz der grobstolligen Bereifung, die hier drauf ist, aber man kann dann doch wieder ein bisschen Akku sparen und dann fährt man hier so ein bisschen mal mit 17, 18 lang, egal, aber man spart. Ja, und wenn ich dann doch mal merke, so, och, jetzt hast du eine Weile gestanden, dann kann man hier ganz locker absteigen. Ja, schiebt mal so ein paar Meter. Ja, hier seht ihr natürlich noch mal das dicke Profil, vorne wie hinten. Also, da geht einiges. Ich glaube, wenn man hier so eine Flachbahn Bereifung draufpackt. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, wenn man sagt, nee, komm, ich fahre sowieso kein Gelände oder Feldwege, sondern nur Straße, dann könnte das natürlich auch noch mal die Reichweite optimieren, auf jeden Fall. So vielleicht ein bisschen mehr auch mit Luft fahren kannst. Ja, ich weiß gar nicht, ob man hier eventuell andere Reifen draufziehen könnte, wenn man sich sagt, oh, ich fahre kein Gelände,
keine Feldwege oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Straße. Ich denke mal, da gibt es vielleicht so eine Flachbahnbereifung, die du vielleicht auch ein bisschen mit mehr Luft noch fahren könntest. Da muss ich mich mal echt schlau machen. Das würde natürlich auch noch mal eventuell die Reichweite optimieren, auf jeden Fall. Das ist mal eine gute Idee, ja. So, ich rolle hier schön weiter am Maisfeld entlang. Links schöne Bäume, alles noch schön grün. Das wird sich auch bald ändern. Und ja, lässt sich hier super fahren. Ich glaube, das muss auch ganz gut kommen hier, so in der Abendsonne, oder? Aber du hast abends nach hinten raus auch nicht mehr viel Luft, ja? Das ist rucki zucki. Och, jetzt wird er doch noch dreckig und staubig. Aber genau dafür, ne? Ja, das macht ihm hier auch nichts aus, wenn es da mal ein bisschen holprig oder geländetechnisch vorwärts geht. Ja, und hier dieser S-Sportmodus mit 22, du macht Spaß, geht's vorwärts. Das ist definitiv so. Und man kann auch mal so einen kleinen Ausritt, das verzeiht er dem hier auch. Und also bis jetzt, ne, wie gesagt, das Teil ist auch neu. Mal sehen, bis jetzt hat jetzt nichts geklappert oder dass der Akku irgendwie zu hören ist. Nö, gar nicht. Alles still ruht der See. Und das finde ich auch hier an dem, ja, viele haben gesagt, boah, nicht klappbar. Ja, stimmt. Aber gut, ich brauche ihn nicht. Ich habe, wenn, den Fahrradträger. Ja, also von daher war das für mich keine Option, dass ich jetzt den unbedingt klappbar brauche. Für mich ist das eben immer halt schön, weil du weniger Stellen hast, die dann vielleicht doch irgendwann mal klappern könnten. Ich hatte das schon einige Male erlebt bei meinen Scootern. Ja, was ich ein bisschen schade finde, das muss ich echt sagen, dass er eben halt keine Rückgewinnung oder irgendwie sowas hat. Ja, lohnt sich das jetzt auch im Scooterbereich oder nicht? Da sind bestimmt hier mehr Profis auf dem Kanal oder überhaupt, die hier mal reinschauen bei mir, die das vielleicht beantworten können. Aber trotzdem, das wäre so eine Möglichkeit noch gewesen. Aber nur gut, ist mal nicht so. Ja, hinter mir hört ihr die A2 und ich mache noch mal ein kleines Päuschen, erstmal einen Schluck trinken. Habe eigentlich alles hier in meinem Rucksack mit, was ich so brauche für unterwegs. Vielleicht noch einen Apfel oder mal eine Banane, wenn es dann doch ein bisschen kürzere Touren sind, so wie diesmal. Ja, das reicht mir dann immer. Und was natürlich so richtig toll ist, nach der ersten Strecke, die ich damit gefahren habe, boah, das habe ich echt gemerkt, da bin ich auch ehrlich. Weil du hast eine komplett andere Haltung jetzt wie auf dem Bike und das merkst du definitiv. Aber heute, oh, alles easy. Meine Güte, wo ich hier heute überall lang komme, ja? Boah, jetzt fahren wir in die Sonne rein. Die Abendsonne. So, auch hier wieder so ein kleiner leichter Anstieg, aber selbst hier mit meinen über 92 Kilo, ja gut, viele werden jetzt sagen, naja, ist doch gar kein Berg, ne, aber es geht ja trotzdem hoch und er läuft hier seine 22, das ist einfach so, ohne abzukacken, sage ich mal. Also wenn hier jemand vielleicht 65 Kilo wiegt, dann fliegt der hier richtig hoch. Obwohl, geht ja auch nicht schneller, weil, ja. So, jetzt fahren wir gleich, was wir eben von unten gesehen haben, sehen wir jetzt gleich von oben, die A2. Und dann habe ich noch ein paar Kilometer nach Hause. Da schauen wir auch noch mal drauf. Ja, mit der Abendsonne im Rücken bin ich jetzt auch bald wieder zu Hause. Und dann bin ich schon mal gespannt, wenn wir mal auf den, ja, auf die Kilometer schauen. Also ich habe jetzt noch, wie ihr seht, 3 Balken. Fahre immer noch fleißig mit 22 km/h. Bluetooth ist aktiviert, zeigt er uns auch an.
ist ja mal so ein erster Step, Zwischenstand. Da hinten seht ihr, stehen Rehe auf dem Acker. Herrlich. So. Ja, und geht immer besser, ne? Wenn man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnt hat. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Es sind noch 42% im Akku. 25 Kilometer gefahren. Und ja, das denke ich mal, dass da noch ein bisschen was geht. Und ja, mir reicht das jetzt aber erstmal so mit den 25 Kilometern. Und ich denke mal so 35, ja, sollten doch 40 knapp. Weiß ich nicht, ne? Ich hatte auch so ein paar kleine Steigungen mit drin, aber zurück dann auch wieder mal rollen lassen, ne? Wie gesagt, das sind, man muss dann so viel wahrscheinlich verschiedene Tests machen, wo man das dann genau ermittelt, aber so wie ich jetzt hier gefahren bin, das ist so meine Umgebung und damit bin ich voll zufrieden. Schön, dass ihr alle mit dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.